Also, letztes Jahr sollte die Mauer fallen und es wurde versprochen, alles wird zurückgebaut. Ja, nur die Schächte werden noch gesichert, um diesen Standort Standby zu halten in dem neuen Endlagersuchverfahren. Jetzt gucken wir mal auf das nächste Jahr. Für 2019 wünsche ich mir, dass das Standortauswahlverfahren wieder ein bisschen mehr in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerät. Die findet ja jetzt im Verborgenen statt. Es werden Akten gewälzt, Gesetze gelesen, Verhandlungen geführt, Konferenzen veranstaltet, an runden Tischen gesessen, aber die Öffentlichkeit bekommt damit von fast gar nichts mit. Ich wünsche mir, dass die Zivilgesellschaft sich massiv weiter einbringt, um die Aufbewahrung von Atommüll. Also dieses Standortsuchverfahren, das kann nur mit Leben gefüllt werden, wenn die Zivilgesellschaft sich einmischt. Und bislang ist keine Bürgerinnenbeteiligung vorgesehen. Im Gesetz heißt es, am Ende wird der Gesetzgeber entscheiden. Das müssen wir ändern. Überhaupt diese Fragen zu klären, auch was will die Gesellschaft in Bezug auf Endlagerung? Wollen wir in die Tiefe gehen, tiefe geologische Endlagerung? Oder wollen wir länger schnell in die Tiefe gehen oder wollen wir länger zwischenlagern? Und wenn wir zwischenlagern, dann muss man sich endlich darum Gedanken machen, wie so ein modernes Zwischenlager aussehen kann. Denn so wie es hier bei uns in Gorleben ist, geht natürlich gar nicht. Für 2019 wünsche ich mir vor allen Dingen, dass der Protest weiter so bunt und vielfältig bleibt. Ich würde mir wünschen, dass wir weiterhin viele Aktionen, vor allen Dingen zusammen mit den Menschen hier vor Ort, organisieren können. In Bezug auf das Standortauswahlgesetz hoffe ich natürlich, dass wir weiterhin so eine kritische Stimme in diesem Verfahren bleiben können und dass wir auch weiterhin unsere Wirkung entfalten können. Das würde mich sehr freuen und dafür werden wir auch in 2019 natürlich wieder eine Menge arbeiten.